Die Tür zur Abgabestelle im Tierheim Hohenschönhausen steht nur selten still. Ob Hunde, Katzen oder Kleintiere, einmal hier gelandet, warten sie oft Monate, bis sie ein neues Zuhause finden. Um Futter, Pflege und Wartung kümmern sich über 30 Pfleger. Rund 8.000 Euro kostet der Unterhalt der kuscheligen Heimatlosen das Tierheim täglich. Impfungen, Kastrationen und Untersuchungen noch nicht eingeschlossen. Und gerade in finanziell schwierigen Zeiten wie diesen kommen die Tiere oft stark verwahrlost, krank und ungeimpft im Tierheim an. Vom Land Berlin hat das Tierheim noch nie Gelder bezogen. Doch dieses Jahr kamen die finanziellen Nöte. Das Spendenvolumen, das Spendenaufkommen geht zurück. Also wir haben in den letzten anderthalb Jahren sehr viele Austritte gehabt von Mitgliedern, einfach aufgrund deren wirtschaftlicher Lage. Es ist ja kein Geheimnis, die Angst jetzt vor Hartz IV, man muss es leider wieder sagen, das ist die eine Sache, Menschen haben weniger Geld, haben Angst, spenden weniger. Und es ist ja auch so, dass die Kosten im Gegenzug höher werden. Ob es Personalkosten sind, Wasserkosten sind sehr gestiegen, Stromkosten. So werden künftig bei Abgabe Grundgebühren fällig. 5 Euro für einen Nager, 10 Euro für Vögel und Schildkröten, 20 Euro für eine Katze und ein Hund schlägt bereits mit 60 Euro Grundgebühr zu Buche. Hinzu kommen gegebenenfalls Kosten für medizinische Erstuntersuchungen, Impfungen, Entwurmungen und das Einsetzen des Mikrochips. Die Höchstkosten für die Abgabe einer Katze betragen deshalb 65 Euro. Die Kosten für einen Hund können aber bis auf 150 Euro klettern. Ein Umstand, den die Tierärztekammer Berlin mit Sorge beobachtet, geben gerade Sozialbedürftige häufig ihr Tier aus Kostengründen ab. So mancher wird jetzt den Weg ins Tierheim scheuen, einfach weil er dann dort zahlen muss. Und da ist es dann für ihn, wie er meint, einfacher, den Hund auszusetzen. Die Zahlen sprechen zum einen eine andere Sprache. Wir haben im vorigen Jahr, als wir diese Gebühr noch nicht erhoben haben, rein rechnerisch in der Sommerzeit mehr Aussetzungen gehabt. Insgesamt Tiere hier gelandet, 1.600. In diesem Jahr sind es nur in Anführungsstrichen 1.300. Das Tierheim bittet um Verständnis für die nun anfallenden Kosten. Ohne Gebühren sei der Dienst des Tierheims aber auf angemessenem Niveau nicht mehr weiter aufrechtzuerhalten.